Moin Moin und mal wieder zurück. Willkommen auf dem Kanal. Heute mit was ganz Besonderem. Ich freue mich schon sehr, sehr lange darauf, weil das war ein Spieleschmiedeprojekt und die deutsche Platzierung. Vorher ist das bei Kickstarter gelaufen. Dieses Jahr auf der Messe gab es das schon zu sehen. Und ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Es ist Rhone, Races of a New Era, das Kartenspiel, das Strategiekartenspiel von Stefan Stefanik. Und ja, ich freue mich da wie gesagt schon ewig drauf. Das ist jetzt so gekommen. Einfoliert ist es nicht. Nicht, dass er meint, ich würde euch da irgendwie was vorenthalten. Die Packung ist relativ hübsch und klein, aber sehr schick gehalten. Ja, für 14, ab 14 plus wird es empfohlen. 35 bis 45 Minuten, 2 bis 4 Spieler. Ja, dann gucken wir einfach mal auf die Rückseite. Jo, da haben wir schon mal schön einen Eindruck, was uns da so alles erwartet. Und das sieht sehr schick aus. Und ich kann es auch, da steht auch Spieleschmiede mit drauf. Und dann drehen wir die ganze Geschichte mal um und machen das einfach mal auf. Wie gesagt, Folie war nicht drum, aber oh, okay, alles klar. Schick. Unterschrieben vom Autor. Für die Leute, die es geschmiedet haben. Ja, was ist in der Box drin? Erstmal ein Regelheft. Auch schön kompakt alles. Und auch in Deutsch. Das freut mich ganz besonders. Schön bildert, full color, also vollfarbig. Sehr liebevoll gemacht. Die Spielregeln, die gab es und gibt es bei der Spielschmiede auch. Die erste Version davon zum Runterladen und zum Angucken, dass man das vorher auch schon mal ein bisschen checken konnte. Ja, worum geht es überhaupt in Rhone? Damals habe ich auch ein Video gemacht. Da werde ich den Link gleich mal einblenden. Das war damals ein Support-Video halt für die Spieleschmiede-Aktion. Und ja, ganz grob, es geht um ein Szenario der Postapokalypse. Und nach dem Atomaren Krieg ist die einzige Ressource, die die Menschheit noch zur Verfügung hat oder um diese kämpfen muss, das Wasser. Das haben wir hier auch drin mit diesen Wassermarkern, die wir auch eben gesehen haben in der Gebrauchsanleitung, glaube ich auch. Mal gucken, ob sie da. Da haben wir schon. Da gibt es diese schöne Counter, nicht Marker. Hier, das sind die Marker. Wasser-W-Scheiben. Okay, Counter hört sich da ein bisschen besser an. Da wird dann halt gemessen, wie viel man hat. Jo, ansonsten, wie gesagt, postapokalyptisches Szenario. Sieht man hier schön umgesetzt. Und ja, wir schauen einfach mal rein, was es sonst noch Schönes gibt in der Box. Natürlich gibt es die Karten. Sehr hübsch gelungen. Auch wenn der Autofokus da irgendwie gerade überhaupt mal gar nicht drauf klarkommt. So, da haben wir die Karten. Die schauen wir uns gleich auch mal ein bisschen an. Davon gibt es drei Pakete an der Zahl. Jetzt haben wir hier da den Fokus nicht mehr. Da ist er. So, drei Pakete an der Zahl. Und dann haben wir hier einen ganzen Arsch voll Marker. Das sind Nahkampf-Fernkampf-Marker, das wird hier nämlich auch unterschieden. Dann haben wir hier die Wassercounter, wie gesagt, und noch mehr Marker. Dann haben wir hier noch mehr Wassercounter und noch mehr Marker. Dann haben wir hier die Unterteile von den Wassercountern. Ist auch schön zum Zusammenbasteln hier, sehr geil. Dann hat man gleich, braucht man keinen Live-Counter sich extra kaufen oder sowas. Die Unterteile nochmal. Und dann haben wir hier auch diese Teile zum Zusammenstecken von den Markern, die Wassermarker. Sehr, sehr schick. Ja, das ist in der Box drin. Und da haben wir einmal einen groben Überblick. So sieht das hier aus. Das ist Rhone. Das Unboxing quasi. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Da schauen wir uns dann die Karten ein bisschen näher an. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Ciao.